Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einem kleinen Was hat der Patch gemacht Video. Ja, ihr seht's, ich bin gerade auf einer anderen Karte unterwegs als sonst und zwar auf der Irgendwo in Thüringen 3. Das ist eine Beispielkarte, die habe ich heute früh als Fehler gemeldet bekommen. Bitte nehmt's mir nicht übel, aber es nimmt auf Facebook und in diversen Discords gerade wieder ein bisschen überhand, dass ich mir gesagt habe, okay, ich setze mich heute früh mal ran. Hab den Terrain-Shader für die Karten mit mehreren Bodenwinkeln schnell korrigiert und hab den in eine Datei gepackt. Heute früh habe ich schon die ersten zwei Kollegen damit ausgestattet. Hat auch funktioniert und das werden wir jetzt hier mal machen. Das soll jetzt kein Rumgemosche sein oder sonst irgendwas, weil ich weiß, nicht jeder Modder und Mapper hat jeden Tag 20 Stunden Zeit, um sich daran zu setzen, um jetzt das kleine in Anführungszeichen Hotfix zu machen, weil viel ist es nicht. Und ich zeige euch jetzt einfach bloß, was ihr braucht. Den Link dafür findet ihr dann in der Videobeschreibung. So, das heißt, wir gehen jetzt mal aus dem Spiel raus. Ich habe die Karte irgendwo in Thüringen 3, hier im Mod-Ordner drin und den Terrain Shader. Machen jetzt was ganz Simples. Soll auch nicht ewig dauern. Wir packen uns die Karte hier in den Mod-Ordner rein. Warten, bis die ganze Sache intakt ist. Den können wir löschen. Ich weiß, bei der Karte ist es hier im Ordner XML. Hier ist der Terrain Shader. Das ist der nicht ganz so aktuelle. Ich packe jetzt einfach bloß meinen rein. Maps XML Terrain Shader ersetzen. Dann starten wir einmal die Map mit dem 9G. Kann ein bisschen dauern, je nach Größe der Karte. So, ihr braucht nicht viel machen, ihr dreht euch einfach mal kurz im Kreis. Wer im GE vorher die weißen Flecken hatte, wird sehen, damit ist es behoben. Abspeichern. So, wenn das Ganze dann fertig ist, habt ihr hier ein paar mehr Dateien. Die Load Type Cache kann weg und die Terrain Nmap Cache kann auch weg. So, abgespeichert, dann gehen wir hier wieder in den Hauptordner, alles markieren, zum Archiv hinzufügen, natürlich als ZIP-Datei. Ausschneiden, bei Mods wieder einfügen und dann starten wir einfach mal das Spiel. Wird ein bisschen dauern. Bitte bedenkt, das Spiel hat einen neuen Patch bekommen, die ganzen Shader haben einen neuen Patch bekommen. Also beim Neustart einmal den Shader Cache leeren und dann ruckelt es am Anfang ein bisschen, 10 FPS, 15. Nicht am Spiel rumspielen, ist auch geil. Nicht rumspielen, nicht einfach schließen, sondern wirklich warten, bis die Karte sich akklimatisiert hat. Bisschen über die Map fliegen, mal in ein Fahrzeug einsteigen, aussteigen, über die Map fahren, 10 Minuten bei manchen Karten. Kann das schon mal dauern. So, dann machen wir mal GS Player Light Mode und siehe da,
Das Terrain ist wieder da, über die ganze Karte verteilt. Wie gesagt, Link für den Shader ist in der Videobeschreibung und ich weiß auch, alle Mapper und Modder sind gerade dran und machen Updates, Hotfix soll es wohl schon gegeben haben, habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und schönen Wochenteiler. Ich bin raus, euer Hellraiser.